Escape from Tarkov ist dafür bekannt, dass die Developer wirklich keinen Bock haben auf eine Meta. Und deswegen haben die Developer von Tarkov sich gedacht, ey, lass mal die allerbeste Waffe aus dem vergangenen Wipe. Waffen. Für die Leute, die neu sind, ich bin Nico Dirty Twisted, schön, dass ihr am Start seid. Es ist tatsächlich so, die MK47, die Mutant, hat diesen Wipe einen saftigen Buff bekommen, so dass wir jetzt insgesamt auf einen Recoil-Wert von 43 sind im Full-Mod-Recoil-Bild. Das Ganze kombiniert mit der 7.62x39 BP-Munition. Das Ding ist ein absoluter Laser bzw. ein Shredder. Und darum geht es jetzt hier auch direkt im Play-by-Play-Format, wo ich euch mitten in die Runde reinnehme und euch eins zu eins erkläre, wie ich die bestimmten Informationen in einem Raid tatsächlich weiterverarbeite und wie ich die Entscheidung in einem PvP-Szenario treffe. Wenn euch das Format gefallen sollte, gerne ein Like, Kommentar und kostenloses Abo dalassen. Und jetzt erstmal ins Loadout. Dann haben wir hier an der rechten Seite dann auch schon die 43 Recoil Mutant. An der Stelle natürlich ein absolutes Beast mit einer 650er RPM. Das Ding ist ein Laser. Man kriegt natürlich die Ergonomics auch nochmal ein bisschen nach oben, wenn man den RK2-Griff vorne austauschen würde oder halt auch den Stock hinten gegen einen MOE austauschen würde. Man verliert dabei 2% Recoil circa, aber bekommt halt gut was an Ergo wieder zurück. Das müsst ihr dann an der Stelle entscheiden. Ansonsten, das Loadout an sich, von was ich so aktuell laufe, TTS Car Rig, ist gefühlt die einzige Armored Rig, wo man tatsächlich noch Ausdauer leveln kann. Und ich meine, wenn man sich das hier anguckt, 17 Endurance und 32 Stärke aktuell bei Level 44. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir das hochgepusht bekommen. Deswegen ebenfalls auch der Meldonin Stim, ein Stim, der 15 Minuten lang anhält und mir dort den Vorteil bietet, dass ich für 15 Minuten lang 10% weniger Schaden auf alle Körperteile bis auf den Kopf bekomme, 10 Level Stärke dazu bekomme und auch 20 Level Ausdauer und meine Stamina Recovery, also meine Ausdauer Recovery, nochmal erhöht wird. Hier auch einmal der Recoil von der Waffe mit geladenem BP-Magazin. Und das für ein 7.62er Kaliber ist halt gefühlt nichts. So, wie ihr auch an der Stelle sehen könnt, ich habe jetzt mittlerweile einen grünen Namen in Escape from Tarkov. Bedeutet, ich bin Teil des Sherpa-Programms. Wer noch nicht wissen sollte, was das Sherpa-Programm ist, ist im Endeffekt eine Möglichkeit, wo ihr euch für einen Sherpa-Run anmelden könnt. Im Endeffekt werdet ihr dann mit jemandem gepaart, der sich in Escape from Tarkov gut auskennt und euch das Spiel ein bisschen erklärt. Das heißt, also, wenn ihr noch neu seid in Tarkov, ich werde in den Pinned-Kommentar an der Stelle auf jeden Fall den Link zum Sherpa-Discord dann verlinken. Könnt ihr euch ja mal reinziehen, vielleicht ist es interessant für den einen oder anderen von euch, falls ihr noch etwas neuer seid in Escape from Tarkov. Und ansonsten läuft das. Wir starten auch direkt schon mal in die Runde und wir haben natürlich direkt den besten Spawn für Dorms. Mal schauen, wo wir dann jetzt noch so grob PvP finden. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon Shots Richtung Gas Station, wahrscheinlich eher Construction. Aber ich möchte jetzt erstmal die Seite hier von Big Red clearen. Ich stoppe mal ganz kurz hier beim Dixie. Hier natürlich ein guter Spot aktuell. Wir nehmen den Dixie und hier neben den Blocks, dass ich mir direkt hier einen Painkiller reinziehen kann. Hab natürlich direkt schon Cover. Wir haben im Big Red selber haben wir einen Spawn. Wir haben links von uns aus gesehen links dahinter. Ich hab gerade was gehört. Links dahinter, meine ich, haben wir einen Spawn. Und hier vorne rechts ebenfalls, der halt gespawnt sein kann. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier drinnen sieht es allerdings auch sehr, sehr gut aus. Generell, Freunde, die allerersten Minuten in einem Tarkov-Raid sind die wichtigsten überhaupt, weil dort könnt ihr an der Stelle direkt schon Teile der Map für euch gewinnen. Ihr wisst, wo bestimmte Spawns sein können für andere PMCs. Ihr seid bestimmt einige der Maps schon mal gelaufen. Oder guckt euch natürlich auch an der Stelle im Tarkov-Wiki einfach mal Maps an, wo Spawns mit eingezeichnet sind. Daraufhin könnt ihr direkt schon Entscheidungen treffen. Ah, okay, von da kann ein PMC kommen. Dort kann ein gegnerischer Spieler sein. Oder diesen Spawn pushe ich jetzt, oder ich muss mich halt einfach auf diesen Spawn halt vorbereiten, dass er mich möglicherweise pushen könnte. Das sind Informationen, die einfach sau, sau wichtig sind. Spawn.kenntnis, Spawn.knowledge. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ist einfach sau, sau wichtig, gerade in Escape from Tarkov, wo halt jeder Tod halt einfach dezent punishing ist. Aber ich meine, es war ja auch schon früher so, dass zum Beispiel in einem Call of Duty oder so, dass man dort halt Leute in einem Spawn-Trap gehalten hat. Und dass man, dass die Leute halt einfach nicht aus dem Spawn rausgekommen sind. Das gibt es ja in gefühlt jedem Shooter, dass das Spawn-Wissen, beziehungsweise das Wissen über Spawn-Punkt halt einfach sau, sau wichtig ist. Und in Tarkov entscheidet es halt wahrscheinlich erst die ersten paar Minuten. Wir haben immer mehr Shots aktuell Richtung Construction. Ich laufe persönlich immer ganz gerne hier diese Landbridge rüber. Links ist mir einfach zu gefährlich. Rechts finde ich, ja gut, da ist man halt einfach ein kostenloser Shooter-Born-in-Heaven-Kill für die Person, die hier möglicherweise oben spawnt.
Deswegen, ich enjoy es irgendwie hier einfach diese, die Landkette entlang zu, beziehungsweise die Landbrücke entlang zu gehen. Wir haben bei der Big Red Seite jetzt gefühlt keinen PMC-Kontakt gehabt. Dafür hören wir hier einen Spieler, sehr wahrscheinlich. Das müsste ein Scav hier oben sein, da haben wir gerade einen Scav-Maulen gehört. Das wir ziehen hier rechts rum. Und ich versuche... mit den Informationen etwas zu arbeiten. Ja, es ist ein Scav, der hat gerade gemumbled. Hier haben wir eine Granate. Könnte ein anderer Spieler sein. Wieder eine Granate. Kurz langsam. Wir haben keine Informationen aktuell, wo irgendwas ist. Wir wissen, wir haben einen Spieler sehr wahrscheinlich in diesem Bereich. Könnte nach links Richtung Construction reingemoved sein, könnte nach rechts reingezogen sein. Und wir haben jetzt zwei Granaten, die auf der Spielerposition explodiert sind. Und die nächste Call. Das ist im L. Die Granaten sind aktuell sind im L hier vorne. Oder halt auf Construction selber. Ich möchte den Scav jetzt gerade nicht großartig fighten, weil er wird meine Position halt preisgeben. Meine lauten Sprintsteps natürlich auch, aber ich möchte mich jetzt eher auf den PMC-Fight jetzt hier fokussieren. Zwei Spieler. Einer rennt Richtung Library zurück, will einen weiten Engel ziehen. Und der andere will mir im Close Range das Leben schwer machen. Wir machen langsam. Wir wissen, es sind mehrere. Einer steht deutlich weiter links, direkt beim Duffelback auf der anderen Seite. Und der andere will wirklich ins Crackhaus reinmoven, um mir das Leben schwer zu machen. Ja. Gut, dann drehen wir das Ganze mal um. Wir haben Zeit, hier sind zwei Spieler dropped. Dann drehen wir das Ganze mal um. Es macht gerade keinen Sinn, direkt auf die zwei Spieler zuzurennen. Er wird es gerade gecallt haben, dass ich jetzt auf seiner anderen Seite rotiere. Bedeutet, ich renne jetzt einmal hinter Construction selber entlang und versuche mir einfach den Right Angle Peak auf den Gegner zu holen. Wenn man, dadurch, dass die Waffe rechts in Escape from Tarkov geschultert ist, hast du immer einen Vorteil, wenn du rechts um meine Ecke rumziehst. Weil es in Tarkov tatsächlich so der Fall ist, dass die Kamerasicht hinter das Scope bewegt und nicht andersrum. Heißt, ich habe hier auf jeden Fall einen Vorteil, wenn ich jetzt gleich ins L reinpieke hier von der rechten Seite. Und ich habe hier halt einfach auch ein bisschen besseres Cover. Wir gehen auf Single Fire. Okay, er ist weiter nach rechts gezogen. Granate. Links. Oh mein Gott. Das war das Letzte, womit ich gerechnet habe. Ich habe keine Armor mehr. Ich weiß, dass ich noch einen Spieler gehört habe. Ich versuche jetzt so schnell wie möglich einfach meine Armor auszutauschen. So. Armor läuft. Wunderbar. Wunderbar. Wir looten jetzt einfach mal. Ich warte jetzt gerade auf ein Audio-Cue vom Gegner. Ich weiß, da müsste jetzt bald noch einer kommen. Der wird halt die Leiche von seinem Mate definitiv abaimen. Deswegen machen wir jetzt erstmal ganz kurz langsam. Ich möchte wieder den Right Angle Peak auf ihn bekommen. Heißt also, mein Best Case Szenario ist jetzt, glaube ich, dass ich wirklich versuche, die Metallcontainer durchzuziehen und ihn dann von rechts pieke, weil der müsste aktuell genau da stehen. Irgendwo da bei den Containern halt.
Das ist halt das, was ich aktuell weiß. Kann ich mal eben kurz Schulter pieken. Sehen da nichts. Sehen dort auch nichts. Wir sehen an der Kante nichts. Ich krieg auch keine Shots. Heißt, wir rennen weiter. Ein Jump Peek einfach mal eben. Weiß nicht genau, wo er steht. Ich krieg keine Informationen von dem Typ. Er gibt mir nichts. Er gibt mir nichts. Oben drauf sehe ich ihn nicht. In den einzelnen Baracken. Oder an den Baracken. Er aimt mich nicht ab. Könnte halt nach hinten jetzt schon wegrotiert sein, was ich allerdings nicht glaube. Zum nächsten Container. Versuchen von Cover zu Cover jetzt zu moven. Er liegt da, oder? Okay. Im Crackhaus selber auch noch einer. Im Crackhaus selber noch. Keine Ahnung, was meine Munition aktuell ist. Wir warten ganz kurz. Erstmal die Waffe auf den Boden gerichtet, damit ich meine Taschenlampe... Damit ich meine Position erstmal nicht preisgebe. Klar, ich stehe relativ offen, aber die Taschenlampe würde mich noch mehr preisgeben. Wir haben immer noch einen Sniper-Schuss, der tatsächlich oben aus dem Crackhaus selbst rauskam. Ich habe immer noch ein Armor-Problem. Und ich habe keine Granaten, die mir einen Push vereinfachen würden. Ah, Mann. GG's. Der... Kollege hat allerdings noch eine Armor für mich. Der Kollege hat allerdings safe jetzt mittlerweile noch eine Armor für mich, weil der hat halt einfach nur einen Header gefressen. So, Munition. Erstmal kurz klarkommen. Wieder heilen. Wir haben gerade eine Animation in der Hand. Das heißt, ich heile mich gerade. Bedeutet, meine Hände sind gerade in Nutzen. Bedeutet, ich kann einfach direkt über das Install-Menü, wenn ich rechtsklick, entweder auf meine Waffe mache... Oder ähnliches kann ich einfach direkt die Animation von dem Nachladen skippen. Das ist aktuell noch möglich. Ob das später durch Bugfixes oder so rausgenommen wird, wissen wir nicht. Aber halt durch dieses Install-Menü kann man halt mehrere Sachen auf jeden Fall gleichzeitig machen auf einmal einen Tag auf. So, ich würde mir jetzt aktuell keinen Dingens reinziehen. Wie heißt es? Keine Ibus. Ich habe gerade was gehört. Ich weiß nicht was, aber ich habe was gehört. Nee. Hier ist ein Rucksack schon mal. Ich hätte ganz gerne was zu essen, weil ich habe aktuell nur noch 17 Hydration. Das seht ihr tatsächlich jetzt gerade nicht. Das ist doch wunderbar. Das ist genau das, was ich hier haben möchte. Perfekt. Besser kann es ja nicht laufen. Hat er wohl scheinbar aus dem Raid noch mit dazu, mit in den Raid reingenommen. Aus dem vergangenen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das waren einige PMCs, die wir jetzt gerade gekillt haben. Freut mich. Und jetzt sind wir auch auf jeden Fall direkt wieder ready to go, was Action angeht. Ich würde mir direkt wieder einen Painkiller reinziehen, dass ich einfach pre-potted bin. Was im Endeffekt bedeutet, ich habe ein Schmerzmittel drin. Wenn ich jetzt irgendwie im Fullsprint bin und mir jemand ein Bein abreißt, habe ich nicht diese hinkende Animation. Habe ich auf jeden Fall da nochmal direkt einen Vorteil. Und dann gucken wir mal, ob der wunderbare Kollege hier von uns... Namo für uns hat. Hello? Und hier ist erstmal kein besonderer Loot, aber er hat auf jeden Fall eine Armor für uns. Das ist doch schon mal gut und die ist deutlich, die funktioniert deutlich, deutlich besser als die, die wir jetzt aktuell anhaben. Er hat sogar eine Plague Mask mit dabei. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich eine schon habe für die Kappa Quest. Das heißt, das ist auch geil, dass wir die bekommen. Wir binden unser E-Fuck an der Stelle. Auch ein kleiner Tipp. Ich würde persönlich immer für das ganze Heilzeug, was ihr versucht zu spielen oder was ihr aktuell spielt, versucht das ganze Heilzeug einfach an der Stelle in euren Pockets zu keybinden. Solltet ihr dann hier an der Stelle, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, einfach die Rig tauschen müssen, müsst ihr euer Heilzeug nicht nochmal keybinden. Heißt also, ihr braucht weniger Zeit, um eine Armor wieder anzuhaben und wir wissen alle,
Es ist passiert deutlich, deutlich häufiger, als wir alle wollen, dass wir während dem Looten über einen angeschossen werden oder über einen Haufen geschossen werden. Deswegen so wenig Zeit wie möglich beim Looten verbringen und dann am liebsten so schnell wie möglich auch wieder gepanzert wieder ein bisschen Zeit verbringen, ist halt einfach die beste Möglichkeit. So, TV-Rig nehmen wir uns sehr, sehr gerne mit. TV-Rig ist einer der besten Rigs selber zum Looten. Ich hätte jetzt natürlich auch eine Munition checken können, aber habe ich mich jetzt erstmal gegen entschieden. Freunde, tut euch selber den Gefallen. Versichert niemals eine MP7. Das Ding wird immer gelootet. Ist nur 3 Slots groß, wenn ihr das Magazin entfernt. Versichert das Ding niemals, kriegt ihr eh nie wieder. So, Munition ist auch nichts Relevantes. Alu-Splint wird ausgetauscht durch meinen. Ab in den Secure. Wunderbar. Und dann warten wir jetzt hier einfach nochmal auf Audio-Cues. Aber großartig viel Audio haben wir jetzt an der Stelle nicht mehr bekommen. Es waren unglaublich viel Action bis jetzt hier in der Ecke. Wir haben ordentlich was an Action gehabt. Wir können es den Ullach noch mitnehmen. Und von mir aus könnte ich auch das TTSK wieder mitnehmen. Dann habe ich nochmal das 6er-Rig für eine Runde nochmal mit dabei. Das geht fit. Und ansonsten würde ich jetzt, glaube ich, die Boys hier noch looten und dann mich Richtung Exit begeben. Falls hier noch was passiert, wisst ihr Bescheid, hört ihr gleich von mir. Wir haben es rausgeschafft, Freunde. Ich glaube, ihr könnt an der Stelle sehen, das Ding ist ein absoluter Laser, dieses wunderbare Stück von der Full Recoil Mutant. 762 BP ist immer noch ein absoluter fucking Schredder, was PMCs angeht. Es ist einfach ein Biest, es macht einfach nur Spaß, diese Waffe. Und es ist unfair. Ich hoffe, es wird auch hoffentlich bald in irgendeiner Form irgendwie ein Nerf rauskommen. Oder die ganzen anderen Waffen werden irgendwie gebufft. Aber gut, 762 mal 39 mit BP-Munition ist halt einfach immer noch der absolute King in Escape from Tarkov. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, gerne ein Like, Kommentar, würde mich sehr, sehr supporten. Ansonsten viel Spaß neuen Raids.